Oh, das Spiel ist so nice. Wanted. Mail. 188, Last Known Address. Amerikas? Wer hat das wohl geglaubt? Ach, komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Okay. Zuletzt gesehen, es ist schon 17 Jahre her, aber da ist wahrscheinlich eine andere Zeit. Was steht da? Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung, ersten Gnades sowie mehreren Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood. Okay, ja gut. Das gefällt mir gar nicht. Sammeln Hinweise um die... Okay, Geheimnisse von Until Dawn zu... Hier muss ein sein. Irgendwas hat geleuchtet. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Aber wir müssen einfach alle auf ihn aufpassen. Es muss so schlimm für ihn sein. Und er ist nicht gerade der Typ, der andere um Hilfe bittet, weißt du? Wir wollen jetzt zu Seilbahn, oder? Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Ist das eine... andere jetzt? Das sind andere Leute jetzt, ne? Das ist dieses Haus, wo wir mal waren. Nur es ist... Ein wahrer Gentleman. Ist es gedreht, ist es jetzt um dieses Haus? Oder wie ist das? Ich kann schon sehen, ich werde mich tausendmal erschrecken. So tausendmal. Oder nee, das ist eine Seilbahn. Das ist nicht da, wo wir waren. Das ist Schwachsinn. Yay! Darauf habe ich gewartet. Ich wollte die Aussicht sehen. Diese Seilbahn sieht, by the way, nicht gut aus. Ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Oh. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Okay. Ist ein großer Berg. Okay, da ist was. Tagsüber ist er so schön, aber nachts wirkt er echt bedrohlich. Blackwood Pines Hotel und Sanatorium für einen gesunden Körper und Geist. Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Okay, ich will mich hier mal umsehen. Sie will die Spiel genießen. Hä? Oh je. Ich warte einfach mal. Okay, ist gut. Sie will ja nichts sehen. Es kann gruselig werden. Es ist schon gruselig genug. Aber ist egal. Mir gefällt's. Okay, wo soll ich hin? Er geht automatisch, okay. Endlich, kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber... Okay. Pff, Alter, als würde ich da jetzt pennen. Ich penne lieber in der Seilbahn. Zum Glück sind die beiden mutig. Das ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja! Auf ins Abenteuer! Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Okay, ich glaube, das sind dieselben. Aber ich habe den gar nicht gesehen. Ich verstehe es nicht. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay, dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Hm. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Ja, so eine kleine Veränderung, voll krass. Dass Jimmy Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat. Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom.
Schmetterlingseffekt. Ist voll krass. Da denke ich auch mal so im echten Leben nach, muss ich ganz ehrlich sagen, über solche kleinen Veränderungen, die die Zukunft beeinflussen, weil das ist auch so. Jess, Mikes neue Freundin. Okay, das sind dieselben. Selbstsicher, gutgläubig, respektlos. Na gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit sie zu begrüßen. Okay, sie muss jetzt auch da rein. Okay, let's go. Oh, was war das Holy denn? Shit. Jess, hey. Jessica, hierher. Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Ja, zwei. Tada. Nice. Oh, die ist wirklich arrogant, wie die schon geht. Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Behaar, gib das zurück. Ich bin mit Mike zusammen. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah. Oh. In wen ist er nochmal verliebt? Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Sieht wirklich und heftig aus. Ich vermisse, ich auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten sie die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily, Mikes Ex. Okay, die sieht aus wie so eine... Einfallsreich, überzeugend, Intelligenz. Sie sieht asiatisch aus irgendwie, obwohl ihre Augen normal sind. Dann wäre es nicht mehr so malebisch. Matt, Emilys neuer Freund. Ehrgeizig, sportlich, motiviert. Weißt du? Okay. Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Ich glaube, sie hat mehr so das Sagen in der Beziehung. Ich muss auf Klo, by the way. Aber ich gehe nicht. Gänsehaut. Ganz kurz, ich will nur kurz was gucken. Und zwar, es gibt hier Charakterinfos, Mats. Okay, Schmetterlingseffekt. Ah, hier sind die ganzen, okay, wir haben nur 2 bis jetzt, das ist doch gar nichts. Da kommen auf jeden Fall noch mehr. Oder wir müssen mehr finden. Das ist der Steckbrief. Kann ich irgendwie nicht die anderen auch ansehen oder nur mit dem ich spiele? Okay, nur mit dem ich spiele. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Ich hab die gar nicht gesehen. Zu spielen, den hab ich doch nicht gesehen. Ich meine, was glaubst du? Wow. Scheiße! Mike, Emilys Ex. Intelligent, engagiert, überzeugend. Okay. Zu geil. Michael. Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte hier fast deine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lass uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist, du reagierst immer so. Drohnen begrüßen, wir sind alle Freunde. Hau ab, Mike. Wir sind alle Freunde. Michael. Ich spreche es jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Matt. Verstanden. Ich sehe es ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen?
Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. nein, ernsthaft, ich muss wieder bleiben und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Okay, so war ich auch. Oh Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, Schnauze, Bitch. Die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Was, kann ich warten? Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Ich lass dich nicht allein. Okay, ich gehe. Bye, bye. Okay. Würde ich sagen. Gut. Wenn sie weggehen will, ihr Pech. Wenn so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Das hat nichts damit zu tun. Sie will zurückgehen. Ich gehe einfach nach vorne. Wo ist das Problem? Ich werde ihr nicht hinterherlaufen. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Was für eine Bitch. Die gefällt mir gar nicht. Sie ist schon von Anfang an unsympathisch. Unsympathisch, so. Status-Update. Mich würde so interessieren, was ihr gewählt hättet, aber das ist das, was ich machen würde, auch im echten Leben. Ashley, verknallt in Chris. Neugierig, offen, fleißig. Okay. Bangable. Was? Da ist was. Okay, schauen wir mal nach links. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein Freundschaft. Das war klar. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Das war klar. Oh, oh Gott! Gott, jedes Mal! Hey, wow. Tut mir leid, Ash, ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, Matt? Ja, also ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott, oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay, schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Wer ist das? Ist das der... Ja, natürlich, er soll davon erfahren. Klar, wenn du willst. Ist hier rein, nur zu. Ist er ihr Freund? Verdammte Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Hör zu, da läuft bestimmt nichts. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Soll er erfahren? Es ist hier kein Grund, das irgendwie zu verschweigen. Ich hoffe, es war jetzt kein Fehler, aber ganz ehrlich. Ich hätte das so gemacht, er soll die Wahrheit erfahren. Jessica, obere Seilbahnstation, 21.41 Uhr. Auf Handy schauen, Buch lesen. Ich würde aufs Handy schauen, um ganz ehrlich zu sein. Aber sowas von aufs Handy schauen. Jesus! Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist. Der hat echt mit allen Frauen was. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Schneeball, zur Bank laufen. Schneeball. Die Batterie ist fast leer. Willst du mich verarschen? Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Oh, wow, wow. Hab ich! Au! Ich hab mein Kabel. Klasse. Das ist doch wichtig. Das weißt du. Wo versteckst du dich, kleines Vögelchen? Und soll ich ihn treffen? Ja, wieso nicht? Oh, ah. Pepper. Nice. Hey. Viereck. Oh. Hey, ich bin voll gut. Oh nein, das ist ein Vogel. Vogel. Hallo. Komm schon. Das ist ja voll easy, Alter. Hey, Mike! Oh, Schakalaka! Okay, jetzt hast du mich. Schon gut. Oh yeah. Das kann nicht lange gut gehen. Ich bin ziemlich pessimistisch gerade. Manchmal ist es am besten, einfach nichts zu tun. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks.
Nein, ich tu nichts. Ich werde den Vogel nicht abwerfen. Nein, würde ich auch so nicht tun. Ich würde sagen, wir hören jetzt auf. Ich will aufhören. Warte. Halt, 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 halt. Okay. Ja, ich würde jetzt aufhören. Langsam ist. Oh. Wow, ernsthaft? Ich habe nicht geschafft zu drücken. Nichts da. Jetzt bist du dran. So einer, der nicht aufhören kann. Leg mich flach. Leg sie flach. Hast du mich jetzt flach gelegt? Ja! Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Mal küssen. Wow, heb dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Sag ich auch immer. Ja, auch wenn's hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Krass, Alter. Wer kommt jetzt an? Noch jemand? Mount Made. Ach, keine Ahnung. Irgendwas stand da. Okay, ich will das Video vorher das mal stehen lassen. Das Game ist verdammt gut. Ich liebe es. Vielen Dank fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie badass ihr seid. Schaut auf meinem Kanal vorbei, um mehr Videos sehen, die ich produziert habe. Und abonniert jetzt, um uns das hier beizutreten. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich immer nur noch 3, 2, 1, Schau!